Servus, du bayerische Tiefkühlkost da draußen vom PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 55 von Pokémon Schwarze Edition 2. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Nachdem Lysander uns alles über seine Drachen-Pokémon erzählt hat, über Reshiram und Zekrom und über Kyurem, hat die Team Plasma Family Initiative ergriffen und erstmal Twinkdrake City vereist. Mit Hilfe von Kyurem. Sie besitzen dieses Biest. Und jetzt machen wir erstmal die Teammitglieder fertig, damit wir die hier fortjagen. Und dann geht die Schnitzeljagd wohl weiter. Diesmal wird es uns endlich gelingen, die Alnal-Region zu erobern. Du da, bei diesen Temperaturen und angesichts finsterer Gestalten wie uns könntest du ruhig ein bisschen zittern. Wir zittern nicht. Ich habe ein gutes Team. Und da brauche ich nicht zittern. Habe ich gerade gemerkt, ich hatte die Maus im Bild. Ich glaube, die sieht man nicht. Hoffentlich. Bin gerade verdattelt. Das passiert manchmal. So nach der ersten Folge ist man dann so geflasht und dann wird es immer besser. Rose kriegt gleich ein neues Level. Das ist sehr gut. Und wir schicken noch andere Pokémon vor. Noch ein Tor. Ach, diesmal kommt Ampharos raus. Ampharos wird noch uns ein bisschen begleiten. Habe ich jetzt dann entschlossen. Ich weiß nicht mehr, ob ich zur Drachenstiege gehen werde, ob wir da hingehen müssen. Ich werde es jetzt, glaube ich, so erstmal nicht machen. Ich mache erstmal Ladevorgang. Ich glaube, so viel Zeit ist noch, um den Donnerstock erheblich zu verstärken. Bringt vielleicht jetzt nicht so viel. Oder ein One-Hit. Glaube ich nicht. Aua. Ich hoffe... Oh nein, er hat mich auch noch vergiftet. Ach, das ist jetzt eklig. Das könnte jetzt Ampharos ganz schön böse treffen. Na, hätte ich doch gleich vorne schon eingesetzt. Aber es macht jetzt nichts. Wir setzen jetzt trotzdem den ein. Und ich glaube, Gift-Hieb wirkt noch stärker. Das ist so eine Sau. Okay. Also Ampharos hat es damit eigentlich zerlegt. Dafür ist jetzt Knalli ran, ne? Knalli macht diesen letzten Hit. Ja. Schallwelle haben wir neu gelernt. Schallwelle ist eine coole Attacke. Und jetzt bist du auch entwickelt, jetzt kannst du auch mal was. Ja, schau her. Knalli knallt euch alle weg. Rose hat 39. Und dann nochmal Rose, damit Rose einfach mal ein Level abkriegt. Ja, wo ist er denn überhaupt? Da hat er sie versteckt, da ganz unten hat er sie versteckt. Der kleine Fratz ist das. Ying Fu, Kung Fu, Xing Jung, ja. Was mag, mag, ich werde alles verekeln. Du stinkst wieder so stark. Mr. Lighto. Ach, Nori kommt dran. Ich glaube, sie kriegt auch bald ein Level. Ich glaube, das Level gönne ich ihr ganz gerne. Ah, mein erster Starter, ne? Dauert noch ein bisschen. Ach, diese Giftsachen, die. Oh, die sind doch manchmal böser, wahr? Aber wir sind jetzt gerade vom Level her ziemlich gleich. Das spült sich gut. Doppelschlag, Doppelschlag. Das hat aber schon mal reingehauen, ne? Also, wir erholen aber jetzt mit Hyperdrang auch mein Schatz, weil sonst tut es jetzt herzlich weh. Auch wenn wir sie jetzt unten wegspülen könnten. Wir spielen noch ein bisschen mit ihm. Diese Matschbombe. Tut aber. Oh, nee. Tut aber weh jetzt gerade, ne? Die Wasserdüse, komm an. Das macht das Spiel ja auch ein bisschen spannender, wenn die Level jetzt halt nicht so, wenn die eher mal gleich sind. Sonst ist es ja immer doch ziemlich unausgeglichen, sowas. Nur, dass du es weißt. Ich bin der größte Fan. Ein Codex gibt es auch noch vom Team Plasma. Du fällst mir ein, vor allem. Hätte man uns nicht aufgetragen, die Arena ganz persönlich gründlich zu durchsuchen? Achso. Ja, durchsucht doch mal die Arena ganz gründlich. Tut das mal. Wenn ihr das wolltet. Sie sollten die Arena gründlich durchsuchen. Sowas. Ist hier noch irgendwie so ein Zipfel? Scheinbar jetzt erstmal nicht. Jetzt ist nur noch
Mr. V dran, von den 7 Weisen übrig. Aber wo steckt dieser Kerl bloß? Komm, lass uns nachsehen, was in der Pokémon-Arena los ist. Vor allem kommen wir. Verstehst du? Wir. Wir. Mhm. Gemeinsam sind wir stark. Hand in Hand hüpfe ich mit Lysander durch den Schnee. Nein, das wird er nicht tun. Er wird wahrscheinlich da stehen bleiben. Man hat es ihm aufgetragen, diese miesen, fiesen Spielentwickler. Wenn sie mir alle mal unterkommen, da werde ich, ja, da werde ich aber böse. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie hinkomme, ne? Nein, das war doof. So vielleicht. Das ist vielleicht besser. Bolt, was ist da hinten los? Ach, das steht da einfach. Angesichts in Angesichts. Naja, ich glaube, ich wechsle ich mal, weil wenn der Säckel da ankommt, dann wird es spaßig. Ich frage mich nur, mit wem ich anfange. Ich fange einfach mit Leto an. Auch wenn er nicht drauf auf Eis steht, aber wer weiß, vielleicht hat er ja gar keine Eis-Pokémon, sondern Sonnen-Pokémon. Na, Spaß. Verdruss, Verdruss. Jetzt muss ich in dieser Kälte auch noch kämpfen und hört. Aber so sei es. Solange ich noch zittern kann, bin ich am Leben. Was hat er dann immer mit am Leben? Mr. V will kämpfen in seiner Rüstung. Fühlst dich schön warm da drin, du Knödel. Er schickt was Böses in den Kampf. Ein Eis-Pokémon. Na, ich hab's mir gedacht. Warum hast du dann auch Eis-Pokémon? Naja, jetzt müssen wir aber Gas geben, okay? Herzstempel! Vielleicht schreckt er zurück. Das war jetzt schade. Wenn wir es überleben, feiere ich dich, ja. Das ist nicht gut. Das macht nichts. Bist du Leto? Aber jetzt kann Knalli richtig wieder reinhauen. Knalli kann das jetzt. Knalli! Ich bin voll entwickelt und kann Schallwelle. Ich bin bloß mit Initiativ nicht so stark. Knalli, du musst ein bisschen mehr reinhauen. Das musst du. Einfach was. Tut mir leid, dass ich dich erstmal wechseln muss. Ich muss hier meine Kabel hier wegtun. Da. Empörung macht sich breit. Eisstrahl. Und dann frierst du natürlich. Eisstrahl, warum haust du auch so rein? Aber jetzt mache ich dich weg. Ich bestärke einfach mal. Komm, ich haut. Oh Gott, die Initiative ist zu stark. Ah, ich sehe schon. Etwas ganz Schnelles muss ran. Ach, mein Schatz. Machst du schon, ne? Ich glaube nicht, dass ich als erstes ran darf. Ne, das darf ich, glaube ich, nicht, aber. Oh doch, mit Wasserdüse. Aber ich glaube, ich werde mir nicht sehr wehtun, aber ich versuche es trotzdem. Mit Wasserdüse. Das macht sie ganz schnell. Und den Noripunch, jawohl. Das hat ihn jetzt weggedödelt. Ah, nicht schon wieder. Ja, wird Kroni dann Spielspaß haben? Kroni. Erstmal eher der Brecher. Er hat ja natürlich Bodenattacken, die auch ganz schön wirkungsvoll sind, aber ich weiß nicht, ob er Schwebe hat. Ich mache einfach den Steinhagel. Lichtschild, ich schütze mich, glaube ich, speziell. Ja, super. Dann haut es vielleicht doch nicht ganz so rein. Ah, doch, das ist halt so effektiv. Okay. Ah, Kroni. Kroni hat sich unheimlich verändert. Kroni ist stark geworden. Kroni ist einfach ein Brecher. Und stark. Der Zwinger, das ist mir doch egal. Mach Erdbebenattacke. Eisblätter. Kroni. Das ist mir egal. Naja gut, es tut schon weh, aber es war ihm egal. So, da haben wir ihn auch. Warum so umständlich, ne? Ach, Mist, ne? Bist du etwa noch mal stärker geworden als in Tessera? Habe ich dich da auch... Ach ja, das stimmt. Da hatten wir auch eine Auseinandersetzung mit ihm. Du bist der Starktrainer.
Man sieht deutlich, dass du dein ganzes Leben dem Pokémon verschrieben hast. Ich muss mich nun leider verabschieden. Diese Kälte halte ich nicht länger aus. Aber stell dir nur mal vor, wie es wäre, wenn ganz ein Aal von Eis bedeckt wäre. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir den DNS-Keil in unseren Besitz bringen. Koste es, was es wolle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du hast die Stadt gerettet. Vielen Dank auch an dein Team, das so tapfer für Twink Drag City gekämpft hat. Erlaube mir bitte, es zu heilen. Das ist das Mindeste, was ich für dich daran tun kann. Er ist ein Zauberer. Kann mein Team heilen. Bitte warte hier einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Wo habe ich es nur? Wo ist es nur? Ah, und schon bin ich wieder da. Das muss ein neuer Streckenrekord sein. Sieh hier, Luna, das ist der DNS-Keil. So sieht er aus. Cool. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass er nicht in die schmutzigen Hände von Team Plasma gefallen ist. Ich weiß zwar nicht, was diese Halunken im Schilde führen, aber es kann nichts Gutes sein. Das Finstrio, ach du Scheiße. Wie erwartet, du hast ihn also in der Arena versteckt gehalten. Das war sehr schlau von dir. Ohne dich kommt niemand dort hinein. Einen besseren Wächter gibt es nicht. Sicher ist das auch der Grund, weshalb du dir deine Arena neu eingerichtet hast, nicht wahr? Aber nun gehört der DNS-Keil uns. Sag bloß, ihr habt die sieben Weißen nur benutzt, um selbst an den DNS-Keil zu kommen? Du hast es also erfasst. Der Zweck heilt die Mittel. Das ist unsere Devise. N ist sicher Christ, charismatischer als wir und weiß, sich beim Volk beliebt zu machen. Aber diesen Mann gleichen wir mit roher und brachialer Gewalt aus. Wir lassen den Leuten gar keine andere Wahl, als sich uns zu unterwerfen. In dieser Hinsicht waren die letzten zwei Jahre eine echte Geduldsprobe für uns. Die drei hatten ja die Macht zu paralysieren. Und jetzt haben sie den DNS-Keil. Ha, na schön. Es ist ihnen also gelungen, mir den DNS-Keil zu entreißen. Aber ich werde ihn mir zurückholen. Und zwar auf der Stelle. Ja. Und damals wusste ich nicht weiter. Wie geht dieses Spiel voran? Was müssen wir jetzt tun? Vielleicht weiß er das. Hier scheinen sie nicht zu sein. Trotzdem spüre ich, dass sie da sind. Wir müssen auf der Hut sein und die Stadt besonders gründlich nach ihnen suchen. Das ist auch noch. Ja, schauen wir mal, vielleicht finden wir doch noch irgendwie Anklang. Ich habe nicht mehr damals nicht gewusst, wo ich hin soll. Jetzt, ich wüsste es, glaube ich noch. Ich schaue noch mal, ob hier irgendwo irgendwie Anzeichen sind. Da. Hast du etwa vor, mir den DS-Keil abzunehmen? Hui, jetzt dürfen wir mal gegen das Finstrio-Team kämpfen. Och du Scheiße. Ha, finster Typ. Ach, die haben auch so alle Eis-Pokémon. Dann nehme ich noch meinen Kaffee. Das ist nicht mehr warm, aber... Na ja, super, Mr. Wayne. Gegen Stahl, naja, super. Ich versuch's drum. Ach nee, du bist ja auch ein Unlöch, ne? Ach, dann wechsle ich dich doch lieber ein, bevor ich mir hier ganz blamier. Pokémon. Nee, du bist Stahl. Oh, du Level 46. Ach, du gute Güte. Kroni, du bist der Brecher. Ich hätte dich ganz gern Rose rausgeholt, aber das ist jetzt momentan nicht möglich. Lass ich das lieber mal sein. Winter. Das hätte mich jetzt als Mr. Lito aus dem Spiel geworfen. Aber jetzt ist das natürlich egal. Dann machen wir Erdbeben. Das ist eine sehr gute Option. Die ist stark. Das müsste auf jeden Fall ihn wegklatschen. Ach, Kroni, du wirst hier abrocken mit dem Level. Absolut. Ich versuche es aber trotzdem noch einmal mit Rose. Rein theoretisch wären wir im Vorteil. Rose wäre ja Kampf gegen Unlicht-Pokémon sehr effektiv. Wir müssen nur bloß rankommen.
Absol. Ich finde diese Pokémon einfach nur cool. Sprungkick mal machen. Schwertanz, aber das ist natürlich blöd. Es steigt sein Angriff plus 2, aber schauen wir mal, vielleicht können wir ihn ja auch weggehen. Das ist nämlich sehr, sehr effektiv. Aber ich probiere es jetzt nochmal. Oh, Schlitzer wird es nicht sein. Das ist klar gewesen jetzt gerade. Shigi. Ja, Inori wird hier noch ein Level holen. Inori, Herzl, komm, du machst den Blatt. Mit Wasserdüse, dann kommen wir gleich dran. Müssen wir vielleicht doch noch wegkippen. Kicken. War schon nuschelig ein bisschen. Nuschel. Level 44 für meinen Schatz. Mal sehen. Schaut doch gut aus. So, noch einen hast du. Pokémon wechseln. Wir machen. Ach, Kroni wieder. Ja, Kroni und Inori sind da wirklich sehr gute, verlässliche Pokémon hier im Team. Die anderen sind natürlich, ja, auch nicht einfach. Also, die Rose muss ich nur entwickeln, dann passt das dann auch. Und Mr. Lito auch. Man muss sie halt gut wissen einzusetzen, würde ich mal sagen. Und natürlich Ampharos jetzt schwächelt ein bisschen und alles. Ich gebe es nur ungern zu, aber du bist ein sehr talentierter Trainer. Den habe ich jetzt nicht geflüstert, das macht aber nichts. Muss er eh schonen. Ich muss dich enttäuschen. Der DNS-Keil ist nämlich in den Händen meiner Kameraden. Ich habe ihn nicht. Mit diesem Kampf habe ich ihnen einen erheblichen Vorsprung verschafft. Ja. Was für ein Debakel. Aber du hast alles getan, was in deiner Macht stand, Luna. Wenn sich hier jemand Vorwürfe machen muss, dann ich. Der Visu-Caster klingelt. Ah ja. Ah, ist mal wieder Agro, ne, der mich da mal antelefoniert. Luna! Spinne ich oder ist dieser komische Schiff da in Richtung Twin Track City abgezischt? Ich habe es auch gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Sharon, das war doch das Schiff von Team Blasma, oder? Ja, ohne Zweifel. Naja, wie dem auch sei, ich bin jedenfalls gleich da. Alles klar, du regelst das schon. Luna, wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich auf jeden Fall. Ich mach sie alle fertig, ne? Das hat mir viel geholfen gerade. Ich musste mich entscheiden, ob ich die Stadt beschütze oder diesen Kerl hinterherjage. Ich kann mich nicht zerteilen. Also kommt Sharon schon. Da bist du ja, Luna. Und Lysandra, es geht auch euch also gut. Für was für eine Erleichterung. Sharon, was für eine Freude. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Wie ich höre, bist du zum Arenenleiter von Aventura City aufgestiegen, richtig? Das habe ich nicht gesagt. Danke für das Kompliment, aber heben wir uns das für später auf. Ich habe herausgefunden, wo sich Team Plasma im Augenblick aufhält. Sie treiben sich nämlich an derzeit kältesten Ort der Einalregion herum. Im Abidia City. Abidia City. Argo und ich, wir werden uns Team Plasma an den Fersen heften. Lysandra, kümmere du dich bitte darum, dass hier in Twin Track City nicht noch Schlimmeres passiert. Das ist also der Plan. Ich verstehe, dann überlasse ich Team Plasma euch beiden. Aber passt auf, dass ihr euch nicht zu viel zumutet. Luna, wie ich schon sagte, möchte ich gerne, dass du mir hilfst. Mit deinem Talent als Pokémon-Trainer können wir Team Plasma die Stirn bieten. Ich mache mich nun auf den Weg, Lysandra. Auf Wiedersehen. Abidia City? Diese Stadt liegt nördlich von Odula. Was hat Team Plasma dort zu suchen? Luna, ich bitte dich, beschütze die Pokémon von Team Plasma. Vor Team Plasma. Wie das Zusammenleben von Menschen und Pokémon anzusehen hat, sollte jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Team Plasma darf uns nicht wieder seinen Willen unterwerfen. Das ließ ich gerade so. Boah, Entschuldigung. Ich mache auch Bäuerchen. War gerade sehr schwierig. Ach so. Ja, super. Ich wurde eingesperrt. Was für eine Frechheit. An das kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ist das die Stadt hier? Ja, genau. Strandkontrolle. Dann muss man noch mal schnell nach Undula. Mal gucken.
gucken gehe. Es gibt ja einen Weg dorthin. Schauen wir mal, ob er jetzt frei ist oder noch nicht frei ist. Das sind schon wieder 20 Minuten vorbei. Das gibt's doch nicht. Oh mei, mei. Ja, ja. So geht das. Aber ich mache diese Minute noch fertig. Ich will noch ein bisschen. Ich mache 100 Stunden Aufnahme. Nein. Das wäre cool. Ne, gut, früher habe ich das ja gemacht, ja. Da habe ich Stundenparts hochgeladen. Hier wird es normalerweise weitergehen. Oh nein, entweder ist es der Schlürfer oder ist es noch was Schlimmeres. Luna, wo bist du denn dann gerade? In Onola? Alles klar. Geh jetzt einfach durch den Unterseetunnel. Dann kommst du direkt nach Abidia City. Ab rein. Aber es ist cool. Der Untergrundtunnel ist voll cool. Es gefällt meinem Schatz sofort. Wird dir gefallen. Und natürlich allen anderen auch. Bist du jetzt fertig mit Wischen? Der Unterseetunnel. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie dieses Meisterwerk von modernen Baukunst angefertigt wurde? Nun, das war eigentlich ziemlich einfach. Zuerst hat man die tunnelförmige Röhre errichtet und diese anschließend auf den Meeresgrund hinabgelassen. Ohne die tatkräftigen Hilfe unserer Pokémon wären wir jedoch ziemlich aufgeschmissen gewesen, ehrlich. Ganz ehrlich. Das ist richtig cool. Oh, das ist richtig Hammer. Da, ein Weilort. Und die Musik dazu. So sieht es also unter dem Meer aus. Da ich nicht schwimmen kann, hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, diesen Anblick je genießen zu dürfen und zu können. Ich bin tief bewegt. Das ist schon cool. Das ist nice. Auf das habe ich mich gefreut. Na du, hey. Regentanz ist keine Attacke für sonnige Gemüter. Hm, wofür kann man dann sie anwenden? Ach, es ist zwecklos. Mir fällt einfach nichts ein. So, ich kann das im Fernsehen nicht erklären. Was? Hallo? So kann ich das im Fernsehen nicht erklären. Spielst du ins Fernsehen damit? Oh Gott. Oh ja. Hm. Das Licht hat sich einmal geändert. Schaut schon cool aus. Wahnsinn. Wir sind mitten im Meer. Das ist ganz schön tief. Das sind bestimmt 10.000 Meter. Oh Gott. Stimmt, das ist ganz schön tief. So tief wie meine Liebe. Oh, süß. Meine Liebe. Hast du einem deiner Pokémon das Item Giftstich zum Tragen gegeben? Ich glaube nicht. Doch, kann sein. Vielleicht. Hm. Klar, das hier ist zwar ein begehbares Aquarium, aber kommt es dir nicht auch eher so vor, als wären wir diejenigen, die von dem Pokémon beobachtet werden? Vielleicht. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Folge geht es dann weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Chronicle Offline. Mm-hmm.